Burge brach im Landkreis Bamberg zwei Tage nach der Festnahme des mutmaßlichen Mörders von Annelie. In dieses Haus ist der 39-Jährige mit seiner Familie erst vor 4 Wochen gezogen und dort wird er Montagmorgen gegen 7 Uhr verhaftet. Ein Nachbar erzählt. Ich habe es jetzt schon früh um 4:30 mitbekommen, da der Zeitungsausstrecher gesagt hat, hier oben passt irgendwas nicht, überall laufen Leute rum, ne? Und ist ganz außergewöhnlich. Und dann hat auch der eine Nachbar oben gesagt, 2 Häuser weiter, da ist Polizei da, früh um 4:30 ohne Ende. Und dann war ja um 7:15 der Zugriff. Der Zugriff war ja auch kein richtiger Zugriff, sondern das Herauskommen von der Haustür. Und die haben ihn halt dann festgenommen. Mittlerweile sind laut dieses Nachbarn die Frau und die beiden Kinder des Tatverdächtigen aus dem Haus ausgezogen. Burgebrach steht unter Schock. Ein Vorfall wie dieser trifft die 6500 Seelengemeinde. Auch wenn er erst seit kurzem, seit einigen Wochen bei uns gewohnt hat, ihn fast auch keiner gekannt hat. Aber ich glaube, das gerät alles in den Hintergrund, wenn man sich einfach die Tat vor Augen führt. Man ist schon bestürzt, dass das jetzt alles so nahe kommt. So hat man gesagt, ach Gott, das ist alles weit weg und jetzt ist das alles jetzt doch so nah. Ne? Erschrecken und Überraschung, dass halt sowas in der unmittelbaren Nähe passiert. Und ich sage mal, ja, eigentlich Unverständnis. Die Medienvertreter sind zwar inzwischen abgereist, doch die Burgebracher werden auch weiterhin den Fall verfolgen, der sie in die Schlagzeilen gebracht hat.